Volvo hat sein neuestes Baby vorgestellt, den EX30, das kleinste E-SUV der Schweden, das in China gebaut wird. Es gibt drei Varianten. Die kleinste startet schon bei 36.600 Euro und hat eine 51 Kilowattstunden große Batterie. Und dann gibt es die zwei anderen Varianten mit 69 Kilowattstunden. Einmal als Heckantrieb, einmal als Allradler. Ich fange an hier im eher windigen Barcelona, den Heckantrieb hier zu testen. Später kommt dann noch der Allradler dran. Aber eigentlich spielt sich das besonders Interessante eher im Inneren des Autos ab. Und ich zeige euch, was das ist. Skandinavisches Design ist ja auch minimalistisches Design. Und das findet man hier bei dem Schweden durchaus. Hier wirkt schon alles sehr, sehr pur. Kein Firlefanz stört, alles wirkt so ein bisschen wie aus einem Guss. Und diese schmalen Leuchten hier vorne, die wirken nicht störend, sondern sehr, sehr elegant. Minimalistisch sind die Maße des EX30 zwar nicht, aber auch nicht gerade üppig mit 4,23 Meter Länge und 1,55 Meter Höhe. Innen hat man ein ganz gutes Raumgefühl. Allerdings ist beim Kofferraum Schmalhans Küchenmeister angesagt. Gerade mal 318 Liter bietet er an Stauraum. Zu Vergleich, der kleine VW ID.3 hat schon 385 Liter. Immerhin gibt es vorne noch einen Frunk, das ist außergewöhnlich in dieser Preisklasse. Er bietet 7 Liter Stauraum und hat Platz für ein Ladekabel. Volvo legt sehr viel Wert auf Recycling, insbesondere im Innenraum. Das macht sich hier bemerkbar bei diesem Rückenstoff. Das ist so eine Turnschuhstruktur und besteht genauso wie der Teppich aus 100% gerecycelten Flaschen. Gehen wir weiter zu diesem Polymer. Polymer wird meistens von Erdöl produziert. Das hier nicht. Das besteht hier aus finnischen und schwedischen Kiefern. Besonders interessant finde ich hier diese gesprenkelte Oberfläche. Das sind nämlich 100% geschredderte Fensterrahmen und Jalousien. Das Praktische daran, die sind ja sowieso schon UV-resistent und insofern perfekt für den Einsatz hier geeignet. Und ganz am Ende hätten wir hier noch diese Plastikstruktur, das soll den schwedischen Stein symbolisieren bzw. nachahmen. Und auch das ist aus 100% PET-Flaschen. Zentrum des Fahrens bildet dieses Display. Das ist das Infotainment-System von Volvo, das auf Google basiert. Das ist insofern gut. Aber weniger gut finde ich hier, dass man gar kein kleines Display mehr vorne hat oder auch ein Head-Up-Display. Das heißt, für die Navigation muss ich immer so nach rechts rüber schauen und auch um mein Tempo zu checken. Das lenkt ab. Schade. Da macht es VW beispielsweise oder aber auch MG besser, Cupra auch und haben hier vorne ein kleines Display. Wir sind an der Tauchstation angekommen, jetzt geht's in den Allradler, aber davor lasse ich mich einfach mal einparken. Bevor ich jetzt auf das Strompedal von dem 428 PS starken Twin Motor Performance EX30, es ist echt ein komplizierter Name, drücke, fällt mir gleich mal auf, dass hier das Interieur ganz anders ist. Statt Polymer und recycelte Plastikflaschen regiert hier Wolle und Leinen. Das wirkt so ein bisschen wie ein sehr, sehr schickes IKEA-Sofa. Warum nicht? Etwa eine Stunde konnte ich jetzt hier noch den Allradler ausprobieren. Was bringen die beiden Autos in Sachen Komfort? Da muss ich sagen, das ist schon echt erste Sahne in Sachen Geräuschdämmung, komfortables Fahren. Richtig, richtig schön. Was nicht so schön ist, ist diese indirekte Lenkung. Das ist leider ganz typisch bei chinesischen Autos. Kommen wir zu unserem Fazit.
Mit dem Volvo EX30 bekommt ihr richtig viel Auto fürs Geld. Die Preise starten unter dem Niveau einer Ora Funky Cat oder eines Opel Corsa E. Dafür gibt es sehr, sehr viel Ausstattung. Da wäre beispielsweise ein kleiner Frank, da wären massig an Fahrassistenzsystemen, ein sehr gut funktionierender adaptiver Tempomat oder auch ein Kofferraumdeckel, der sich per Fußbewegung öffnet und schließt. Was mir gefehlt hat, war ein Head-Up-Display oder eine kleine Anzeige hinter dem Lenkrad, wie schnell ich fahre. So muss ich immer rüberblicken zum Display. Fahrkomfort fand ich richtig, richtig gut, bis auf eine sehr, sehr indirekte Lenkung. Ob die Reichweiten von 450 Kilometern tatsächlich zutreffen, das kann erst ein Volltest zeigen. Und den werden wir etwa im Februar oder März 2024 machen können. Thank you.